Integral von 1 bis e über ln von x geteilt durch x mal Wurzel über 1 plus ln von x und das Ganze zum Quadrat nach dx. Schaut wüst aus, das Integral, aber mit einer geschickten Substitution kann man das ganz schnell beenden, diese Geschichte. Wir substituieren u gleich ln von x. U abgeleitet nach x ist, naja, den ln von x ableiten. Daraus folgt, das Differential von u ist nichts anderes als 1 durch x mal Differential x. Dann können wir machen die Grenzen, die hier. Das ist immer der übliche Fehler bei der Substitutionsregelanwendung. Wir haben hier streng genommen zwei x-Stellen. Aber wir haben ja substituiert und jetzt müssen wir diese Integrationsgrenzen auch anpassen. U ist ja der ln von x. Also haben wir die Grenzen ln von 1 und ln von e über. Jetzt schauen wir mal. Ln von x ist u. Okay. Naja, der und der, ja, der steht auch hier und ist das Differential von u. Schauen wir, was hier unten passiert. Wurzel über 1 plus, naja, u ist ln von x und das Quadrat noch drauf anwenden, dann habe ich u Quadrat. So, jetzt schaut das Ganze mal angenehmer aus. Wir sind aber noch nicht fertig, denn das Ganze muss ja ausgerechnet werden. Es ist ja ein bestimmtes Integral, also bestimmt heißt, ich habe hier Werte, Integrationsgrenzen angegeben und somit müssen wir auch eine Stammfunktion finden und dann diese Stellen, Integrationsgrenzen in die Stammfunktion einsetzen. Naja, Stammfunktion von dem hier, von dem Integranten, ist naja, Wurzel über 1 plus u Quadrat in den Grenzen ln von e ln von 1. Fertig. Entweder man rechnet das Integral jetzt hier mit dem substituierten Term aus, müsste dann rauskommen Wurzel 2 minus 1, oder man resubstituiert. Ja, das ist jetzt Geschmackssache. Dann haben wir da stehen, Wurzel über 1 plus ne, u war ln von x, aber zum Quadrat. Und jetzt die Grenzen, wenn man resubstituiert, wieder umschreiben, e und 1. Und dann kommt das Gleiche raus. Können wir die Regel anwenden, den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung auf das hier. Ja, meine Stammfunktion groß f von x, wenn ich die ableite, dann muss ich den Integranten bekommen, f von x, den hier. Naja, machen wir mal. Wir leiten das hier ab. Das ist eine Komposition aus der Wurzelfunktion, aus einer konstanten Funktion, addiert mit dem natürlichen Logarithmus. Aber das ist insgesamt auch wieder eine Komposition, nämlich eine Potenzfunktion, das Quadrat, angewandt auf diese Logarithmusfunktion. Also äußere Funktion, wir müssen die Kettenregel anwenden, erstmal auf diese Wurzel loslassen. Wurzel abgeleitet ergibt 1 durch 2 mal Wurzel, ja und was da steht, 1 plus ln von x, zum Quadrat. Jetzt nachdifferenzieren, das hier
aufpassen, Komposition hier, ln von x zum Quadrat abgeleitet, also die äußere Funktion ist das Quadrat, also mal 2 mal ln von x, jetzt den ln von x abgeleitet, also mal 1 durch x, und jetzt das x, naja, mal 1. Gut, das Ganze zusammenfassen, wir sehen hier, die 2 erledigt sich, ja, und es steht unser Integrand da, f von x. Also passt unser Integral, unser berechnetes Integral. Gut, dann bin ich an der Stelle auch schon wieder fertig.